Wir sehen hier einen dreijährigen Hengst in den USA, der beim Einreiten von einem Mann traumatisiert wurde. Die Besitzerin des Pferdes, selber Pferdetrainerin, bat Henry Sandkuhle, das Trauma, das das Pferd durch das Einreiten davongetragen hatte, zu überlernen. Henry hat eine Gerte dabei, um das Pferd auf Distanz halten zu können. Dieses Pferd hat einen sehr starken Charakter. Das Trauma, das es davongetragen hat, hat glücklicherweise nicht dazu geführt, dass es unterwürfig wurde. Es ist deutlich erkennbar, dass es sich zum Kampf bereit macht, indem es Henry umkreist. Sehr wahrscheinlich würde es für Henry höchst gefährlich werden, wenn er einmal ins Straucheln käme und am Boden liegen würde. Trotz dieser Gewissheit ist es von essentieller Bedeutung, eine Gelassenheit auszustrahlen. Nur dann kann der Hengst sein abgespeichertes Muster von Männern überlernen. Würde Henry ihm jetzt zeigen, wer der Herr im Haus ist, würde sich dieses Muster nur noch vertiefen. Auf der anderen Seite würde eine entspannte Gelassenheit nicht ausreichend sein, da der Hengst im Angriffslaune ist. Das Pferd nimmt jegliche Spannungen des Menschen wahr. Würde es eine verstärkte Emotion, wie zum Beispiel Aggression oder Angst spüren, würde die Situation eskalieren. Die Zielsetzung von Henry ist es, in der ganzen Zeit emotional neutral zu bleiben. Ja, sogar eine Wärme fürs Pferd zu empfinden. Zwischendurch gibt es eine Annäherung. Aber das Misstrauen ist noch vorhanden. Dies ist eine Kurzfassung aus einer Begegnung von circa einer Stunde. Es stellt höchste Anforderungen an Konzentration und innerliche Ruhe.
Mehr und mehr gibt es Phasen, wo der Hengst sich auf die Nähe des Menschen einlässt. Henry Sandkuhle hat ihm so die Möglichkeit gegeben, das Verhältnis zu Männern zu überlernen.